Und hier ist die Elfriede. Die ist 53. Guten Morgen, Elfriede. Hallo, Domian. Hallo, Elfriede. Um was geht's? Oh, laut. Du schreist mir gerade ins Ohr. Oh. Entschuldige, ich kann auch. Nein, ich halte dich ein bisschen weiter weg, kein Problem. Ich habe nur gerade jetzt sehr aufmerksam gelauscht, dein Vorgespräch. Ja. Fand sehr interessant. Deswegen hast du angerufen. Mein Anliegen ist, ihr habt ja schon ein paar Leute in der Sendung gehabt, die sehr unter Schmerzen leiden, also körperlichen Schmerzen. Mhm. Ich bin auch eine Schmerzpatientin, das heißt, ich habe Rheuma, ich habe eine Polyneuropathie, also die Nerven in den Beinen sind unterbrochen, senden ständig Fehlinformationen, also Schmerzinformationen, die eigentlich gar nicht da sind. Ich habe eine Hepatitis C, ich habe also rundum gesagt viele Baustellen. Ja? Du bist multiple erkrankt. Genau, so kann man das eigentlich ganz gut ausdrücken. Und hast ständig Schmerzen und musst ständig Schmerzmittel nehmen. Genau, und vor allem auch jetzt mittlerweile ziemlich starke Schmerzmittel, die teilweise auch unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, also Opiatabkömmlinge und so weiter, die natürlich wieder Nebenwirkungen mit sich ziehen, sprich teilweise Entzugserscheinungen, teilweise, dass die Verdauung nicht funktioniert, dass du Magenschmerzen bekommst, etc., etc. Ja. Also es ist wirklich so ein Teufelskreis. Ja. Insgesamt, wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Und das geht jetzt schon ungefähr 7 Jahre so. 7 Jahre. Ja, also es ist nichts Neues. Das heißt, das ganze Leben dreht sich um die Erkrankung und um den Schmerz. Genau, so ziemlich. Tag ein, Tag aus. Ja, genau. Und wenn man funktionieren will, muss man natürlich auch diese Medikamente nehmen, sonst geht's gar nicht. Also es ist von, dass ich kaum auftreten kann, weil die Füße, die Fußsohlen stechen, brennen, dass ich nachts mich wälze, weil sobald ich eine verkehrte Bewegung mache, Krämpfe kriege, entschuldige, etc. Und auf diese Medikamente ja auch angewiesen bin. Du kannst aber so dich normal noch bewegen. Rausgehen, das geht. Ja, also in gewissen Grenzen. Ne? Ich kann jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie eine halbe Stunde mit dem Rad fahren, geschweige denn irgendwie, wenn es bergauf geht. Ich kann jetzt nicht, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde mal einfach einen Spaziergang machen. Das kommt immer auf die Tagessituation drauf an. Ja. Ich habe einen Garten, der mich eigentlich ein bisschen aufbaut, aber da muss ich mir dann auch immer, wenn ich funktionieren will und das machen will, dann wieder diese gepflegte Dosis einverleiben. Hast du denn den Eindruck, dass du die richtigen und genügend Medikamente bekommst? Jein. Ich sag mal, die richtigen bin ich nicht überzeugt. Genügend, klar. Weil die Kassen verschreiben alles Mögliche. Was wären denn die richtigen Medikamente, sofern? Also, das war ja eigentlich auch mein Hauptgrund, warum ich angerufen habe, um diese Diskussion auch wieder anzuregen. Ich habe Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Und muss sagen, natürlich, klar, wenn du immer diese Schmerzen hast, das geht auch mit Depressionen einher. Nun klar. Meine ich sag's mal gleich spontan, ich meine gelesen zu haben, dass Menschen, die sehr schwer krank sind, also Schmerzpatienten sind, dass die auf Rezept sogar Cannabis bekommen. Ist das so? Ja, da hast du recht. Allerdings ist es bisher noch so, und da gab es ja auch dieses Jenke-Experiment, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von diesem RTL-Redakteur. Ja, ich weiß. Genau. Es ist aber so, dass halt MS-Patienten, Krebspatienten, also es ist wirklich nur noch oder immer noch eine ganz spezielle Klientel vorbehalten. Ach so, das heißt, du erfüllst nicht die Bedingungen für das Cannabis-Rezept? Nicht wirklich. Dann ist es zudem auch unheimlich schwierig. Du musst, also ich bin ja ein bisschen ländlicher, du musst deine Hausärzte, Ärzte, Fachärzte aktivieren, mit denen haben wir das Gespräch, dann steht ihr dazu, stellt ihr mir den Rücken. Dann musst du weiter gucken. Eine Apotheke, die das macht. Also ich weiß es von einer Bekannten. In welchem Bundesland lebst du denn eigentlich? Bitte? In welchem Bundesland lebst du? Leider Gottes in Südbayern.
Achso, in Bayern. In Bayern, ja. Cannabis in der Apotheke in Bayern zu kriegen, ist sicherlich schon ein bisschen schwieriger. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast gerade gesagt, da habe ich so richtig verstanden, dass du auch schon damit experimentiert hast. Wo hast du es dir denn besorgt? Na, natürlich auf dem Schwarzmarkt. Ja. Und darum geht es ja immer wieder um die Kriminalisierung. Das heißt, natürlich. Ich verschaffe mir eine Linderung. Also ich kann zum Beispiel das... Lass mich eben kurz fragen. Also wenn du Cannabis konsumiert hast, du hast es geraucht dann. Ja. Ja. Ist es denn eine bessere Linderung, als wenn du die starken Schmerzmittel nimmst? Ja. Das heißt, die Wirkung ist für dich wesentlich positiver als ein klassisches Medikament. Wesentlich positiver. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, durch diese ganzen Medikamente, die ja auch den Stoffwechsel, alle Opiate verlangsamen den Stoffwechsel. Hast du Verdauungsstörungen, hast du wenig Appetit. Ich habe teilweise 2 Wochen, da habe ich 10 Kilo abgenommen, weil ich keinen Hunger, keinen Appetit hatte. Ich rauche, sage ich mal, ein Joint. Und ich esse wie je und mir schmeckt das Essen. Nur hält natürlich die Wirkung eines Joints nicht sehr lange an. Genau. Das heißt, du müsstest, wenn es effektiv wäre, müsstest du ständig irgendwie so ein bisschen neben der Kappe sein. Nein, es setzt wirklich am Schmerz an. Also ich muss jetzt sagen, es geht ja nicht nur ums Essen, es geht tatsächlich darum, die Schmerzlinderung. Na klar, aber es hat ja auch die Nebenwirkung, sage ich mal. Die meisten nehmen das als Hauptwirkung, dass man so ein bisschen gut draufkommt, so ein bisschen gaga wird und so. Das empfindest du aber auch? Nein. Nein? Nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Es setzt, wie zum Beispiel bei Tourette-Syndromen, sage ich mal, setzt diese Wirkung nicht so ein, sondern es setzt wirklich an, weiß nicht, wie das chemisch, gehirnmäßig gesteuert ist, an. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich... Aber das ist ja ganz interessant. Das heißt, du konsumierst in deiner schweren Erkrankung Cannabis, hast als Wirkung, dass die Schmerzen sehr reduziert werden, hast als Wirkung, dass du Appetit bekommst, du hast sonst keinen Appetit. Und keine Depressionen. Und bist aber nicht in so einem High-Zustand. Nein, nicht wirklich. Ja. Ich muss dazu sagen, natürlich, früher habe ich es konsumiert, darüber bin ich hinaus. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ihr wisst ja mein Alter, sag ich mal. Aber ich merke auch, ich führe ja ein Schmerztagebuch, wo ich also stündlich oder immer die Medikamentengabe eintrage. Je nachdem, wie stark die Schmerzen sind, mehr, weniger. Und ich habe wirklich die Erfahrung auch gemacht, wenn ich jetzt mal Cannabis rauche, dass diese Spannen wesentlich sich länger ziehen. Ich verstehe. Also es ist für dich eine wirksame Substanz, die dir Linderung verschafft. Genau. Wie oft konsumierst du es denn zurzeit? Nicht regelmäßig, leider Gottes, weil immer noch diese Kriminalisierung im Vordergrund steht. Was heißt nicht regelmäßig? Einmal in der Woche, einmal am Tag oder was? Nee, also vielleicht mal... alle 14 Tage, einmal, zweimal und dann... Verstehe. Ja. So, jetzt lebst du in Bayern auf dem Land. Wie kommt man denn da an einen Drogendealer? Domian, das ist doch einfach. Ja, man hat irgendwo seine Quellen und man kennt auch Leute in dem Alter, die das irgendwie als Absacker am Abend mal rauchen. Und aber letztendlich, du hast immer im Kopf, du bist kriminalisiert. Ja, klar. Dann also interessant, dass du dazu anrufst. In dieser Facette haben wir, glaube ich, hier noch nie drüber gesprochen. Ja, und das betrifft in der Tat wahrscheinlich viele Schmerzpatienten, denen man auf diese Art und Weise vielleicht helfen könnte. Und wenn die Gesetze etwas großzügiger formuliert würden, würden diese Menschen entkriminalisiert. Und die könnten sich das Zeug ganz normal in der Apotheke kaufen und müssten nicht irgendwie über 1000 Ecken sich das besorgen. Mit Sicherheit. Ich kann dir so ganz kurz noch so ein Beispiel nennen. Also auch weiß ich von einer Frau hier so in der Gegend, die hatte schon zig Bauchoperationen etc., war Schmerzpatientin, hat dann endlich bei der Bundesopiumstelle das durchbekommen. Dann scheiterte es ewig, hier eine Apotheke zu finden. Damit die ihr das Medikament quasi bestellen. Und dann wurde sie auch noch, wie soll ich sagen, Bayern ist natürlich so,
dumm angeschaut und so wie eine Drogensüchtige behandelt. Absurd, absurd. Und jeder Typ, der sich eine Flasche Wodka kauft im Supermarkt, ist völlig normal. Genau, ja. Und das regt mich so auf. Ja, verstehe ich. Liebe Elfriede, wir können da natürlich nicht viel machen, wir als kleine Minisendung in der Nacht, aber jede Thematisierung in der Öffentlichkeit ist wichtig. Und du hast es jetzt thematisiert, dafür danke ich dir sehr herzlich. Du hast es im Namen wahrscheinlich von vielen Betroffenen gemacht. Insofern ist das sehr gut. Das war wirklich mein Anliegen, genau. Weil ich denke, da wieder so einen Weg geschafft und ich denke, dass sich vielleicht Leute doch trauen, mal da was zu unternehmen. Sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich für das Thema und deinen Anruf und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute und dass du auch weniger Schmerzen hast und dass du gut an deinen Cannabis kommst. Von Herzen alles Gute.